Einen schönen guten Abend, meine lieben Freunde aus dem Biergasthof Riedberg. Es ist ein bisschen traurige Stimmung im Wirtshaus. Es ist für einen Wirt, glaube ich, nicht klasse, wenn ein Wirtshaus leer ist. Und ja, in der Situation sind wir halt. Das merkt ihr, es ist finster, es ist ruhig, es ist niemand da. Ich bin ganz alleine. Jetzt habe ich mir gedacht, aus gegebenen Anlass, ich mache einfach einen virtuellen Stammtisch, wo wir sie auf diese Art und Weise halt jetzt treffen. Und ich werde ein Bier mit euch trinken, wenn ihr wollt. Holt euch eins. Ich kann euch Fotos schicken vom Bier natürlich, aber da werdet ihr nicht zufrieden sein. Für heute habe ich mir ausgewählt eine alkoholfreie Rieder Weiße. Ja, jetzt mal aufmachen, Achtung. Es ging ja lauter. Schenken wir die einmal ein. Dann werde ich euch ein wenig erzählen, was heute so los war, was wir alles aufgeführt haben. Gestern haben wir schon unsere ganzen Bierleitungen anzapft, also Bier vom Fass ist aktuell nichts lagernd. Wir haben die Leitungen gereinigt, so wie jeden Sonntag, aber auch gleich anzapft, Kohlensäure abgedreht, kommt nichts mehr raus aus den Leitungen. Ein bisschen Wasser kommt man noch rauspumpen, aber sonst geht nichts mehr. Ja, das war gestern, heute haben wir gar nicht mehr aufgesperrt, weil unsere Gäste wissen ja, wir sperren um 3 nochmal auf. Also, Entschuldigung, um 4 Uhr nochmal auf, bis um 3 Uhr, die wir offen haben, also hätte es wenig Sinn gemacht. Ja, und jetzt haben wir halt den Tag 1 des Zusperrens. Sind wir mal gespannt, wie lange das geht, wie lange das wir zusperren dürfen. Ich rechne einmal bis Ostern, keine Ahnung, also mit 14 Tagen wird es wahrscheinlich nicht. Wird es nicht da. Ja. Dann heute bin ich schon seit 5 Uhr unterwegs, dass ich alles einmal auf Grock kriege für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich. Dass das klar ist, dass wir da auf Kurzarbeit umstellen für alle Unternehmer, die vielleicht ein wenig zuschauen. War natürlich auch eine Challenge heute, weil beim Arbeitsmarktservice verstehe ich, oder haben sie auch angerufen und ich hätte halt gebeten, ob es nicht möglich war, dass ich bitte bis Mittag Bescheid kriege, weil meine Mitarbeiter dann heimgingen und so, leider haben wir es nicht geschafft. Mit einem habe ich mir direkt ein wenig toll gekriegt. Dann habe ich nur mehr angerufen und ja, egal, wir haben es dann geschafft, da hat ein sehr kompetenter Herr dann aus Linz zurückgerufen. Er hat das sehr gut gemacht. Anekdote am Rande, zeitgleich hat eine Dame angerufen, auch aus Linz und zu demselben Thema, weil ja ich zweimal angerufen habe. Jetzt haben praktisch zwei Leute diesen Auftrag gekriegt und ja, egal, jetzt werden wir dann die Mitarbeiter das durchgehen. Wir müssen es halt nur mehr kennen, ich kann leider nichts machen. Ja, und dann werden wir auf Kurzarbeit umsteigen. Also geschlossen ist eh schon. Heute viele, viele Anrufe wegen dem Hotel. Man glaubt das nicht. Es dürfen noch immer Leute unterwegs sein. Ja, wir schicken leider alle weg. Ich habe noch eine aufrechte Reservierung. Der kommt morgen. Der Gast hat mir schon angerufen und gefragt, ob er kommen darf. Eigentlich sind die Hotels laut einer Mitteilung, die ich zuerst gerade noch gesehen habe, auch ab morgen geschlossen. Aber der hat seinen Buben im Krankenhaus und der möchte da nächtigen, damit er halt näher zu seinem Buben ist, was ich auch gut verstehen kann. Und das machen wir da so, dass die Übergabe des Schlüssels kontaktlos ist, Zahlen ist auch natürlich kontaktlos, Kreditkarten hinterlegt oder was auch immer. Frühstück gibt es keins, also auch da ist keine Berührung und ja, Gastronomie kann ich ja leider keine anbieten, also es ist alles auf No-Programm runtergefahren. Wir haben heute den ganzen Tag, den ganzen Vormittag haben wir nur ausgenommen, also wir haben im Prinzip den Shutdown, wenn man das Englisch jetzt da nennen will, für das ganze Wirtshaus genauso gemacht, wie es für den Stadtclub passiert, also alle sperren. Alles wird runtergefahren, zugesperrt. Wir haben sogar die Kühlhäuser teilweise angedreht. Also so lang, wie wir jetzt zusperren, war glaube ich mal, wird das überhaupt noch nie zugesperrt. Das längste, was ich mir erinnern kann, waren 14 Tage früher, haben wir mal Urlaub am Stück gemacht. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das jetzt bis Ostern dauert. Und darum stelle ich mich da auf ein bisschen eine längere Pause ein. Ich werde halt versuchen, dass ich die Zeit ein wenig nutze, um ein paar Geschäftsfeldstrategien zu machen. Das würde mich nicht interessieren, aber trinken wir lieber mal Prost. Ja, falls habt ihr euch auch schon ein Bier geholt und dann Prost können wir virtuell anstoßen.
Darauf ein Bier. Will ich jetzt gar nicht mit Sommelier-Gedöns da über das Bier da langweilen. Aber es ist durchaus trinkbar, alkoholfreies Bier. Das möchte ich sagen. Gut, was haben wir jetzt da heute Vormittag? Ja, alles weggearbeitet, alle Lebensmittel, die wir noch gehabt haben, haben wir halt zu verschiedensten Dingen verarbeitet. Ich habe Bärlauch, Kasperlsknödel gemacht, ich habe Palatschinken gemacht, ich habe Rostbraten gemacht, wir haben noch Suppen gemacht, aber bitte, es gibt leider keine Suppen mehr, es waren viele Anfragen, aber wir haben ab sofort den Betrieb eingestellt und es gibt da keine Möglichkeit zur Abholung. Die Suppen, die wir gemacht haben, die gut 100 Einwegglaseln, die sind alle weg, also die sind alle angekühlt worden, das hat alles wunderbar gepasst. Wenn da wer zuschaut, darf man wegen Zurückbringen von den Glaseln, wegen Pfandretour, dann müssen wir halt jetzt ein wenig warten. Also, aber keine Angst, ob es in 5 Wochen ist oder in 2 Wochen oder in 10 Wochen, das kriegt sicher gut sicher zurück für die Glaseln. Ja, was tut sich sonst noch? Jetzt werde ich dann noch ein paar Zählen schreiben dürfen und auf der Website alles klar machen, dass auch klar ist, dass wir zu haben. Das soll ich dann einmal wissen. Ja. Am Vormittag war ich noch in der Stadt drinnen, das war recht spannend. Ich habe eigentlich geglaubt, dass viel weniger los ist. Es war durchaus noch Publikumsverkehr. Ich war noch schnell auf der Bank. Da sind sogar noch Leute am Schalter gestanden, so habe ich nicht gesehen. Dann am Hauptplatz, da waren zwar ein paar Parkplätze frei, aber es waren durchaus auch welche belegt. Spannend, bei der Apotheken sind sie angestanden. Es wird zwar aber nicht noch einer reinlassen, aber es ist eine Rudelbildung vor der Apotheke. Also da ist auch mit einem Meter Sicherheitsabstand nicht viel los. In den sozialen Medien sieht man aber, dass eher die älteren Leute unterwegs sind. Ist auch, da würde ich auch eher empfehlen, muss man vorsichtig sein, aber eigentlich passiert das alles, um die älteren Leute ein wenig zu schützen. Auch. Und dann sind die eher unterwegs sind. Ah, nicht unbedenklich, sage ich mal. Bei mir ist es auch so, also ich bin auch mehr oder weniger in Isolationshaft. Meine Eltern, sie kommen zwar ab und zu um, aber sie wohnen ja nicht im Wirtshaus, sie wohnen ja extra. Und jetzt zeigen wir sie halt auch nur ganz kurz, weil ja, sonst eigentlich, ja, für einen, der gewöhnt ist, weil unter Leitzeit ist gerade ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig fordernde Zeit. Also es ist durchaus spannend. Ja. Wie gesagt, wir haben alle Kühlhäuser angedreht. Wir fahren jetzt sukzessive im Betrieb runter. Ich muss den neuen Gast halt noch, darf ich noch einheizen und so weiter. Aber dann werden wir die Heizung runterfahren, weil ich muss mich ein wenig einstellen, auch, was los ist, sollte der Strom ausfallen. Da wird es dann überhaupt spannend, glaube ich, wenn das einmal passiert. Das Szenario will man gar nicht so nachdenken. Rund um und um wirst du eh nichts mehr kriegen. Also das wird eh schön langsam runtergehen. Also meine Kollegen in Deutschland, denen möchte ich auch noch was sagen, weil denen steht erst schrittweise das bevor, so wie es wir schon haben. Also ich kann es davon ausgehen, dass genauso runtergefahren wird wie mir, genauso sukzessive, Schritt für Schritt für Schritt. Jetzt dürfen sie nur bis um 3, glaube ich, offen haben, so wie es bei uns war, aber das wird nicht mehr lange halten, dann werden sie ganz zusperren müssen. Und ich empfehle euch sowieso generell, sperrt es lieber zu, weil stellt euch den Image-Schaden vor, wenn es rauskommt, dass ihr schuld wart, dass da, was weiß ich, wie viele Leute erkrankt sind. Das war ja Wahnsinn. Also, wie ich das gesehen habe, seit dem Bild war das, glaube ich, gestern, dass da in Ischgl die Bar genannt worden ist, von der auszugehen ist, dass die Isländer und die alle an dem Corona-Virus erkrankt sind. Das ist. Ich glaube, da kannst du da ein imagemäßiges Hackerl machen. Das wird nichts, das wirst du nicht mehr hinbringen. Und darum empfehle ich euch, so hart wie es ist, unternehmerisch gesehen, ich verstehe das alles, aber ich glaube, dass Zusperren die einzig sinnvolle und richtige Variante ist, weil sonst wird das nicht in den Griff zu kriegen sein. Und wenn irgendwo klar nachvollziehbar ist, dass du dort schuld bist, dass das
dass der Virus da weiter verbreitet worden ist, boah, da möchte ich nicht in der Haut des Betriebs irgendwas oder des Wirten stecken. Ja, fordernde Zeiten, habe auch viel halt mit ja, Förderungen, die es angeblich geben soll oder nicht. Ja genau, um 5 Uhr bin ich auf, 5 Uhr früher auf, 7.30 Uhr war ich schon an der Hotline fürs AMS, also ich war um 7 Uhr angerufen, um 7.29 Uhr, um 7.30 Uhr ist dann durchgekommen. Ja, dann haben wir das mal besprechen können, dann dasselbe natürlich bei der Wirtschaftskammer, das ist natürlich dasselbe, da war auch alles übergegangen. Ja, sind sicher fordernde Zeiten. Man sieht in den sozialen Medien auch viele Unternehmer, die natürlich einen Stress haben, die nicht wissen, wie sie mit ihren Fixkosten umgehen. Wenn jetzt einmal einen Monat nichts reinkommt oder länger, das wird sicher spannend. Und da sieht man auch schon viele, viele Appelle jetzt im Internet. Nicht im Internet einkaufen, bitte spart euch das Geld und kauft es dann wieder ein, wenn es regional im Ort einkaufen könnt. Es wird zeigen, das werden den Stresstest werden nicht. Werden sowieso nicht alle überleben da in der Stadt oder was auch immer, Kollegen von mir oder Einzelhandel oder Dienstleister, was auch immer, das wird sicher nicht ohne sein. Also spart euch lieber das Geld und kauft es dann dort, was eigentlich sowieso normal sein sollte. Oder zum Thema Regionalität, ich meine, ich habe das Glück, ich habe lauter regionale Partner, da gehe ich davon aus, dass ich auch noch was kriege, selbst wenn Lebensmittelgeschäft dazu hätten, aber den Zugang hat nicht jeder. Und wenn es dann die einmal zu hätten, dann wären die auch überrennt. Also das wird auch noch spannend. Schauen wir mal, wie weit das noch kommt. Ich will nichts an die Wand malen, also keine Panik machen. Aber es wird sich schon noch was tun. Ja, dann ja, noch die Förderungen und noch AMS und so weiter. Ja, Queen, seine Flaschen ist verloren gegangen und ist auf einmal wieder auftaucht. Das ist auch was Lustiges. Also, für alle, die das nicht wissen, wenn man Kohlensäureflaschen länger wie einen bestimmten Zeitraum irgendwo stehen hat, dann muss man da eine Miete zahlen dafür. Und ich habe an sich ein recht langes Ziel von den Tagen, weil normal hat jeder Wirt 3 Monate, also 100 Tage. Und ich habe jetzt 200 irgendwas Tage, weil wir früher, wie der Vater noch in der Brauerei war, haben wir alle wieder mal Kohlensäureflaschen andere Wirten gleichen und so weiter. Und wenn die nicht zurückgegeben haben, sind sie mir belastet worden. Jetzt hat man da mal eine Kulanzlösung gefunden, wofür ich sehr dankbar bin. Herzlichen Dank. Aber jetzt ist wieder mal passiert, dass eine Kohlensäureflasche ewig irgendwo scheinbar gestanden ist. Weiß ich nicht. Und das habe ich auch noch auf der To-Do-Liste gehabt und das habe ich mir auch für heute aufgeschrieben. Und rufe ich an, ja, haben wir mal dumm, da habe ich keine Ahnung, wo die Flaschen sein soll. Und am Nachmittag ist dann weißer Rauch aufgestiegen und die Flaschen ist da, wie der Heiland aus dem Ding, keine Ahnung. Die Flaschen ist wieder gefunden worden, die ist im Kohlensäurewerk da gewesen. Ja, super. Hat mir natürlich wieder ein bisschen Stress verursacht, weil das ist gar nicht so ohne, wenn die Flaschen verloren geht, die kostet ein paar hundert Euro. Und solange sie nicht zurückbringst, zahlst du eine Miete und gar nicht so wenig eigentlich im Verhältnis zu dem, was passiert oder nicht passiert. Ja, und dann alle Termine sind angesagt worden, alle. Ich hätte die Woche noch 2-3 Termine gehabt, Geschäftstermine, die haben es alle angesagt natürlich, weil keiner weil keiner unterwegs ist. Aber andererseits habe es auch ich angesagt, also ich habe gesagt, bitte nicht kommen, machen wir mal anders mal. Ja, gut. So weit einmal. Ich möchte jetzt jeden Tag so um die Zeit, so um 7 Uhr mit euch da ein bisschen interagieren. Interagieren heißt aber, dass von der anderen Seite da was kann, wann das ginge. Also wenn ihr wollt, dann schreibt es in die Kommentare was rein, wenn ihr eine Frage an mich habt oder irgendwas, dann versuche ich das zu beantworten. Wenn ihr wollt, dass ich ein spezielles Bier trinke. Achso, das wollte ich euch noch erzählen. Ja, genau. Ha, Bier ist ein gutes Thema. Ich habe jetzt einmal nachgerechnet, wie ich denn jetzt bevorratet bin zum Thema Bier. Ich meine, der eine oder andere weiß, dass ich einen Bierkeller habe, wo das eine oder andere Bier ein wenig drinnen ist. Und jetzt habe ich da mal nachgeschaut und so ein wenig gerechnet. Also ich kann ein Jahr lang jeden Tag 100 Bier trinken. Also 100 Bier. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, wenn wir zu 10 wären, was wir nicht sind, konnte jeder 10 Bier am Tag trinken oder ich allein konnte 10 Jahre 10 Bier trinken. Also, ich sage einmal, das Bier geht mir nicht aus.
Mit den Vitaminen müssen wir ein wenig schauen, aber sonst ist der Tagesbedarf an den Spurenelementen mit dem Bier sicher gedeckt. Jetzt habe ich aber nicht vor, dass ich jeden Tag 10 oder 100 Bier trinke, sondern das Ganze ein wenig vernünftig angehe. Aber wenn es jetzt das Anliegen hätte, irgendein spezielles Bier, das ich trinken sollte und das auch vielleicht beschreiben sollte oder echte Geschichten darüber erzählen sollte, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wer live dabei ist, also wer um 7 mit einsteigt zum Stammtisch, zum virtuellen Stammtisch, der kann mich direkt fragen, das kann ich dann im Video noch beantworten und alle anderen können halt in die Kommentare reinschreiben, die Fragen das haben und entweder ich beantworte es dann am nächsten Tag im Video oder ich gebe eine Antwort in die Kommentare. Das überlasse ich dann euch, wie ihr es gerne hättet. Ja, in dem Sinn werde ich jetzt dann nochmal Weißbier genießen. Mich in mein Büro verschüssen. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Und dann sind wir gespannt, wie lange das noch dauern wird. Vielleicht wollt ihr eine Prognose abgeben, schreibt es in die Kommentare rein, wie lange das glaubt, dass man jetzt in häuslicher Quarantäne oder wie heißt es, in häuslicher. Ja, mit einem Ausgangs, wie nennen Sie es, nicht Verbot, sondern Ausgangskontrolle. Ja, Rudi, dir auch Prost, danke. Hoffentlich hast du eh ein gescheites Bier daheim und ausreichend, weil sonst musst du noch eins holen bei mir. Wo waren wir bei der häuslichen Ausgehverbot? Ja, schauen wir mal, wie lange das dauern wird. Hermann, ja, Prost. Danke für die Suppe, ja. Danke, freut mich, dass es geschmeckt hat. Stefan, schöne Grüße an die Tanja. Rudi hat genug Bier daheim, wenn es wer wissen mag. Hoffentlich stimmt die Marke. Wenn wir mal ein Foto vom Kühlschrank machen. Ja, in dem Sinn freue ich mich, wenn wir sie morgen wieder sehen. Bleibt gesund. Und wenn die Geschichte vorbei ist, dann trinken wir wieder mal gemeinsam ein Bier. Entweder im Biergarten, im einzigartigen Bierkeller oder einfach im Wirtshaus. So dass wir heute halt die durchaus fordernde Zeit überstehen. Und eins möchte ich auch noch sagen: Ich habe halt mit älteren Leuten durchaus dort und da nochmal geredet und Kontakt gehabt, da so auf die Weite. Danke nochmal, Tanja. Schöne Grüße. Alles Gute bis morgen. Achso, da schaust du morgen wieder zu, jetzt habe ich es verstanden. Rotte, ja, dir Prost. Ich hoffe, ihr habt ein Bier dann morgen alle mit dabei. Mit den Ödern Leid, ja, Susi, darauf ein Bier. Ich hoffe, dem Dirndl geht's gut. Mit den Ödern Leid habe ich geredet und die haben gesagt, sie können sich überhaupt nicht an so eine Situation erinnern, wie wir es jetzt gerade haben. Also, das dürfte schon nicht ohne sein und ich meine, das haben wir schon viel gesagt, aber wir können auch zufrieden sein, dass wir eine Regierung haben, die mit dem ein bisschen umgehen kann, ganz egal welcher Couleur. Ich muss auch sagen, auch Opposition oder Regierung, ganz wurscht. Ich glaube, den Ernst der Sache haben sie erkannt und da können wir durchaus froh sein, dass wir die richtigen Leute am Ruder haben. Gut, so viel zum Stammtisch. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen heute mit mir. Und ein wenig zur Auflockerung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vom Coronavirus geredet, weil mir geht es nämlich schon ein bisschen am Arsch, wenn ich das ehrlich sagen darf, weil ich trage kein Radio und kein Fernseher mehr auf, weil ich kann es schon gar nicht mehr hören. Und auch in den sozialen Medien geht es nur noch um das eine Thema. Also ich gehe davon aus, dass das Leben weitergeht. Schauen wir, dass wir sie nicht anstecken und bleiben wir gesund. In dem Sinn, bis morgen. Darauf ein Bier.